Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Gold. Ja, ich habe euch versprochen gehabt, ich habe einen Chanaira gefangen, wie ihr wisst, und ich wollte es jetzt gegen Aerodactyl tauschen und das machen wir jetzt. Chanaira ist niedlich, aber ich habe keines. Hast du einen Chanaira? Möchtest du es gegen mein Aerodactyl tauschen? Ja, Moldma, hier ist die. Die heißt Fee. Okay, benutze das Gamelink-Kabel. So funktioniert ein Tausch. Ich glaube, ich habe es euch schon mal gezeigt, oder? Nur wichtige Tausch führen wir aus. Und die ist auch noch Kim. Hm, sexy. Okay. Also das Pokémon müsste jetzt an sie gegangen. Gesendet an Kim, genau. Was ist, wenn man eigentlich jetzt die Gamelink-Kabel trennt? Was passiert dann? Lebt wohl Aerodactyl, sagt Kim. Alles klar, wir wollen auf jeden Fall Aerodactyl haben. Das ist ziemlich geil. So schön, ey. Ja, mein Aerodactyl. Kümmer dich um Aerodactyl. Joker tauscht Aerodactyl gegen Chanaira. Ja. Danke, ich wollte immer schon ein Chanaira. Aber das kriegt man eigentlich schon dort. Aber naja, wir machen jetzt erstmal Misty natürlich, wie ich es euch versprochen habe. Und zwar bringen wir wieder Nessie natürlich wieder rein. Natürlich ist klar. Wir wollten jetzt einfach nur ein Aerodactyl haben. Das können wir vielleicht irgendwann benutzen, aber ich wollte es einfach nur haben. Das Aerodactyl ist ziemlich nice, also es könnte man eigentlich benutzen, aber... Nee, ich lasse es lieber. Schade, Freunde. Es ist einfach schade. Aber ich will es jetzt nicht benutzen. Aus dem Grund, weil wir es eigentlich gar nicht brauchen. Aber ein Aerodactyl zu kriegen ist auch schwer. Boah, ich liebe dich. Ich liebe dich, Mann. Ich liebe dich, Aerodactyl. Keine Sorge. Aber ich kann dich jetzt leider nicht benutzen. Es geht nicht. So. Wir gehen auf jeden Fall jetzt in die Arena. Wir haben genug Geschwachsinn. Und das ist eine reine Wasserarena, also... Wer hilft denn da wohl? Natürlich Anti-Shock-Buddies. So, der Feuer-Pokémon habe ich hier noch als erstes reingetan, Alter, bin ich blöd. Naja, komm jetzt. Okay, das ist eigentlich nicht schwierig, die Arena. Das ist kein Problem. Glugger! Erster, fang doch mich doch. Fang mich doch. Okay, welche Pokémon hast du denn? Schwimmer Bogdan. Bogdan ist, das heißt Scheiße. Bock heißt Scheiße. Auf Türkisch. Was ist das? Der heißt einfach nur... Der wurde nach Scheiße benannt. Das ist ja lustig. Bogdan ist auch noch ein Stück Scheiße, heißt es auch noch auf Türkisch. Also der ist ein Stück Scheiße. So heißt der einfach. So, ein Siepa hast du noch. Okay, Antischock regelt das mit Shellen. Keine Probleme. Keine uno problemo. Wir werden die natürlich ficken. Auseinander ficken. Du bist ein Lappen. Okay, hast du mich verstanden? Du bist sowas von gefickt, Mann. Alles klar, jetzt ist mal... Hat er nur ein Pokémon, Mann? Seemon. Okay, das ist immer noch ein Wasser-Pokémon, also passt es schon. Ich glaube, Cedarking ist nur ein Drache, ne? In der Entwicklung. Aber Wasser ist er, glaube ich, trotzdem noch. Aber ich denke, der hat keine Schwäche mehr zu Donner. Aber der ist normal effektiv gegen Donner. So, Bogdan, du Opfer. Das darf nicht wahr sein. Ist es aber, Bruder. Keine Sorge. Ich kümmere mich um dein Team. Ich hoffe, meine elegante Art zu schwimmen zermürbt dich nicht. Keine Sorge. Da brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Natürlich zermürbt es mich nicht. Und wie siehst du nur aus, Alter? Schwimmer Helene. Ich möchte kämpfen. Achso, die sagt es ja gar nicht. So, die Gold King hat er. Gold King hat sie. Ich weiß ja nicht, was das ist. Also, so wie sie aussieht, weiß ich es nicht. Oh, Donnerschlag ist einfach nur göttlich, ey. Ich brauche auf jeden Fall noch Donnerblitz irgendwann. Aber wann kann Antischock das eigentlich lernen? Würde mich mal interessieren. So, komm noch ein Gold King, Bruder. Keine Sorge. So, komm in Donnerschlag in dein Gesicht. Lappen, fick dich, du. Bitch, ich bänge dich. Kein Problem. Okay, jetzt schon mal Helene wurde besiegt. Oh, du hast mich ohne viel Aufhebens erledigt. Ja, kein Problem. Ich hab's dir gesagt, ich bin zu gut für diese Arena. Boah, immer noch. Ich will einfach nur gegen Misty kämpfen. Es tut mir leid, dass ich so lange weg war. Lass uns anfangen. Ja, keine Sorge. Also, kein Problem, würde ich einfach mal sagen.
Juckt mich ja nicht, wie oft ihr weg wart. Ich besiege euch sowieso einmal. Enteron. Mhm. Welches Level denn? 37. Sind sie so schwach? Aber ich denke mal, Misty müsste eigentlich sehr stark sein. Sehr stark sein. Nein, saustark muss sie sein. Also auch saugstark. Weil sie ist Schwamm und so und Wassertrainerin und so. Okay, ich glaube, ihr versteht es nicht. Na egal. Ich gebe auf. Du hast gewonnen. Okay, dann geht's ab gegen Misty. Auch das war kein schwieriger Weg. Ich habe dich erwartet, du Nervensäge. Du hast zwar viele Orden von Johto, aber unterschätze mich lieber nicht. Meine Wasser-Pokémon sind hart. Keine Sorge, du Bitch, du. Geile. Alter, die Misty, Leiter Misty, Alter. Die ist voll freizügig. Schickt Enteron in den Kampf. Kein Wunder, dass Ash sie liebt. Okay, Level 42, das ist ein Respekt, Burger, ey. Das ist schon ein starker Pokémon. Auf jeden Fall weiß ich nicht, was diese DVD hier sucht. Keine Ahnung. Ich dachte, ich habe sie aufgeräumt. Naja, egal. Ihr seht es eh nicht. Das ist nämlich so eine DVD, die ich mal bekommen habe. Naja, egal jetzt. Morlord, scheiße! Seit wann hat er sowas? Was habe ich gegen Morlord zu machen? Scheiße, Morlord! Ist ein Stein... Wasser-Pokémon, oder? Blatt würde so helfen, aber wir haben ja leider keine Blattfähigkeit. Jemand muss Solarstrahl können irgendwann. Wir haben ja eine Solarstrahlattacke. Lemani, du wirst auch nicht helfen. Doch, nee. Eissturm? Nee, das wird nicht helfen. Nessie, Bruder. Auch nicht. Wer könnte jetzt hier bitte helfen? Komm, Nessie, Bruder, ich helfe. Nessie, ich vertraue dir. Bitte nicht so stark. Okay, Level 42 geht voll klar. So, Nessie, Bruder. Ich will, dass du ihn besiegst, okay? Ich hoffe es so sehr. Kommt Drachenwut. Ich will mal schauen, wie viel KP der ungefähr hat. Ich kann es mir ungefähr ausrechnen. Also so viel hat sie nicht. Warte mal, wir schauen mal, wie viel Biss abziehen würde. Auf jeden Fall weniger als Drachenwut, das ist klar. Also benutzt man einfach Drachenwut die ganze Zeit, bis Morlord stirbt natürlich. Und ja, jetzt ist nur ein Treffer und der ist down. Und es bringt nichts, wenn der Surfer jetzt einsetzt. Es bringt überhaupt nichts. Nessie ist dagegen nicht effektiv. So, noch einmal Drachenwut, Bruder. Und dann bist du down. Sehr gut. Auf jeden Fall, ich will mal schauen, welche zwei Pokémon sie noch hat. Es müsste eigentlich ein Sterndu sein. Ein Sterndu müsste sie haben. Ne, Lapras hat sie auch noch. Aber dafür haben wir Antischock. Antischock ist ja Level 50, Alter. Lapras ist Level 44 oder so. Oh, ich habe gut geraten. Aber ihr Sterndu oder Starmie. Ich glaube, der hat noch so ein Starmie. Das müsste eigentlich auch saugut sein. Das ist richtig overleveled. Ich glaube, das ist 48, glaube ich sogar. Lapras müsste eigentlich aushalten. Der hat eine so krasse Spezialverteidigung. Wobei, ich habe ihn gefickt. Krass, hätte ich nicht gedacht. Weil der hat so eine krasse Spezialverteidigung. Naja, komm, Starmie. Wusste ich doch, dass sie noch ein Starmie hat. Das müsste Level 48 oder so sein. Ne, 47. Also wieder knapp geschätzt. Also dann... Leb wohl, Misty. Wobei, Starmie ist eigentlich saugut. Die könnten... Ich glaub, Starmie überlebt noch. Aber noch knapp. Oder überlebt nicht mehr. Ne. Okay, dann habe ich wohl falsch gesagt. Oder falsch geschätzt. Naja, wir haben sie besiegt. Kein Problem. Du bist wirklich gut. Ich gebe zu, dass du sehr geschickt bist. Hier hast du den Quellorden. Joker erhält Quellorden. Da-dum. Gibt es viele starke Trainer wie dich, Johto? Eines Tages werde ich mich aufmachen und gegen einige ausgebildete Trainer kämpfen. Das ist cool, Misty, aber wohin? Was wollen wir jetzt denn machen? Wir haben jetzt wie viele Orden? Nee, nicht in die Gruppe gekommen, bitte nicht. So, erstmal schauen. Orden haben wir. Das kann man gar nicht schauen. Stimmt, es geht gar nicht. Warum auch immer, das kann man nur beim Speichern schauen, wie viele Orden man hat. Ich habe, glaube ich, 11. So, wo wollen wir denn jetzt noch hin? Schauen wir mal die Gegend mal um. Wir waren noch nicht bei Prismania, ne? Das heißt, wir könnten eigentlich mal den Blick dorthin riskieren. Stimmt.
Und dann können wir den Radweg mal probieren. Stimmt, machen wir mal. So, komm, wir gehen zur Safronia City und jetzt mal nach links lang. Schön mit dem Fahrrad, damit es schneller geht. So schön da durch. So, gibt es hier noch Trainer oder was ist das für ein Ding? Ist geschlossen. Es ist verriegelt. Was steht denn da bitte? Was steht auf dem Flugblatt? Ruppige Trainer tragen auf dem Tunnelfahrt Kämpfer aus. Da sich die Beschwerden der Anwohner häuften, wurde der Tunnelfahrt auf unbestimmte Zeit geschlossen. Ordnungsamt Prismania City. Scheiß Ordnungsamt. Warte mal, gab es hier nicht so einen Glitch hier? Ich glaube, hier gab es so einen Glitch. So einen ähnlichen Glitch. So, hier geht lieber so von hier hinten rein. Denn da kriegt der Evoli. Hier oben, ganz oben. Geht weiter. Oder gab es hier Evoli oder gab es woanders ein Evoli? Es müsste hier irgendwo was geben, gegeben haben. Lass mich eine gruselige Geschichte erzählen. Allerdings so unheimlich ist sie gar nicht, wenn es draußen noch hell ist. Komm wieder, wenn die Sonne runtergegangen ist. Genau. Wir müssen jetzt in Sonnenuntergang dorthin gehen. Alles klar, dann merken wir uns das auf jeden Fall. Mache ich, glaube ich, dann am Ende des Parts. So, dann können wir wieder zurückgehen, wo wir ganz normal gerade gefahren sind. So, hier gibt es auf jeden Fall so eine Lotterie. Das ist auch eine Spielhalle eher gesagt. Was laber ich da für eine Scheiße? So, hier kann man die Preise ablösen. Der Spielplatz für jedermann. Spielhalle von Prismania. Hier sind die Preise. Prismania City, die Stadt der Regenbogenträume. So. Ist du ein Trainer? Im Restaurant wird ein Wettessen abgeschalten. Abgehalten. Ihnen beim Essen nur zuzusehen, bringt mich schon zum Platzen. Ah, warte mal. Es gab hier so eine Situation. Oder? Wettessen. Ätzen bis zum Umfallen, kein Zeitlimit. Der größte Vielfraß bekommt alles umsonst. Man kriegt da, glaube ich, einen Sonderbonbon. Eine Überreste gefunden. Überreste ist so geil! Warte mal. Was wollen wir denn wegtun? Schutzband brauchst du überhaupt nicht. Kannst du Müll werfen. Das ist überhaupt nicht wichtig. Dann hol dir einen Überreste. Das ist so ziemlich einer der geilsten Items, die es gibt. So, ich will mal wissen, was es nochmal kann. Was kann das nochmal? Füllt KP im Kampf auf. Das ist ja das Geile. Es füllt einfach KP auf. Das ist ja so richtig geil. Das ist aber auch geil. Das ist einfach nur geil. Oder? So, hier gibt es auf jeden Fall noch eine Arena. Aber wir machen eigentlich nur eine Arena pro Part. Deswegen schauen wir uns hier mal genauer hier um in dieser Stadt. Und ach ja, hier gab es auch noch was. Hier kriegt man, glaube ich, Matschbombe, oder? Oder irgendein TM. Hier sind vor kurzem Slimers aufgetaucht. Siehst du den Teich da vor dem Haus? Dort leben jetzt Slimers. Wo kommen sie her? Das ist ein echtes Problem. Du Spasti, Alter. Ich dachte, du gibst mir was. Wieso gibt er mir nichts? Versteh das nicht. Und scheiße, Mann. Ich habe keinen Bock auf Pokémon-Kämpfe. Oh, da ist ein Slimog. Auch wenn nichts so stark trainiert ist. Braucht man nicht. So, schön erstmal. Mit dem Fahrrad durch die Welt. Da ist der Markt. Wollen wir da noch vorbeischauen oder nicht? Ja, komm, wir schauen mal im Markt vorbei. Denn da gibt es so geile Sachen. So, wir schauen mal da rein. Auf jeden Fall kann man da geile TMs kaufen. Das ist das Geile dran. Das ist richtig geil. Kann man, glaube ich, Donnerschlag, Feuerschlag und so weiter kaufen. So, dann gehen wir mal rein. So, was kann ich denn kaufen hier? Nee, das will ich nicht. Ich will TMs. Hast du TMs? Willkommen, wie kann ich denn bla bla bla? Nee, du, hä? Wo sind die scheiß TMs? Hast du TMs, Bruder? Ich möchte AP Plus kaufen, damit die AP der Attacken steigen, aber man kann das nirgendwo kaufen. Ich hab's doch. Kannst du geben. So, was ist das für eine? Ich möchte Items kaufen, mit denen der Status meiner Pokémon verbessert wird. Aber ich habe nicht genug Geld. Alles klar. Hier sind auf jeden Fall Getränke. Das braucht man jetzt nicht wirklich. Nee. Das braucht man nicht wirklich. So, was verkaufst du TMs wenigstens? Nee, du. Warte, meine Pokopuppe. Perfekt. Warum? Dann verkaufe ich mal meine Nuggets. Brauche ich eh nicht. So, zwei Nuggets verkaufen. Zwei Stück. 10.000. Danke, Bruder. So, dann gib mir was. Ein Poképuppe. Das kann man dir jetzt dieses Mädchen da geben, dieser Nachahmerin.
Es gibt mal der auf jeden Fall. Und jetzt werde ich erstmal TMs kaufen. Meine Güte, wo sind die TMs, Mann? Lass Geschenke für dich sprechen. S3 Geschenkeartikel. Alles klar. Gibt's hier wenigstens... Ah, ich glaube der TMs, ne? So. Ja, ich wusste es doch. Effekt hängt von Pokémon ab. Das ist, Kraftreserve. Das ist... Sonntag. Schutz... Ne, ich weiß nicht. Schutzschild. Das Regen... Tanz. Ich kriege da runter Schaden zu. Sandsturm. Gibt's keine anderen Attacken hier? Willst du mich verarschen? Das sind ja voll die Scheißattacken. Da gab es den Ducati viel geilere. Naja, dann gehen wir hier weiter. Auf jeden Fall. So. Wo wollten wir denn nochmal hin? Genau, wir gehen mal zu schnell zur Nachahmerin. Denk mal, das wäre ganz cool. Dünn. Der nächste Part wird dafür viel geiler, Freunde. Ich verspreche es euch. Ich kann jetzt nur nicht mehr machen. Ich will jetzt nur nicht mehr machen als eine Arenaleiterin pro Kampf. Oder Arenaleiter. Ich kann aber jetzt die ganzen Nebenquests hier erledigen. Ich glaube, man bekommt was, wenn man die Pokepuppe hier abgibt. Hi, ich habe gehört, dass du deine Lieblings-Pokepuppe verloren hast. Gibst du mir einen Fahrradschein, wenn ich sie finde? Suche sie für dich und glaub sie auf dem Weg nach Orange City verloren zu haben. Bitte? Ich soll dir nicht sagen, was du zu tun hast? Aber ich mache mir wirklich Sorgen. Was, wenn jemand sie findet? Ich hab sie doch! Da muss man eine scheiß andere Pokepuppe finden. Keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht mehr. Sorry, Freund. Ich weiß es null. Ich weiß es nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Naja. Freunde, ich kann diese Quest nicht erledigen. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, ich kann jetzt aber das Relaxo aufwecken. Stimmt, das könnte ich eigentlich auch machen. Wollen wir das jetzt schon machen? Nee, ich glaube nicht, ne? Warte mal, wie funktioniert das? Wo ist... Es gibt gab zwei Relaxos. Aber wo ist das nächste? Ich hab keine Ahnung. Wollen wir das jetzt wecken? Komm, wir wecken es mal. Nee, das wollen wir noch nicht wecken. Das ist jetzt noch zu früh. So, wir erkunden, wir zocken mal eine Runde. Wir verzocken ein bisschen Cash im Casino. Oder wir schauen uns mal genauer die Preise an. So, willkommen. Wir tauschen deine Münzen ein gegen fabelhafte Preise. So, TM15 weiß ich nicht. TM15 war Hyperstrahl, genau. Hier gab es Feuersturm und so weiter. So, die müssen uns eigentlich immer Ding geben. Also Münzen müssen wir uns geben. Wobei, hier gab es doch so ein Versteck. Hey, hinter diesem Poster, da ist nichts. Da gab es auf jeden Fall was. Das war lustig. Hey. Hinter diesem Poster, da ist nichts. Warte mal. Das ist es ja jetzt noch nicht. Das ist falscher Zeitpunkt, Brudis. Na dann, ich kann eigentlich nichts machen, außer diesen Part beenden, bevor ich irgendeine Scheiße hier mache. Deswegen sehen wir uns erst im nächsten Part in dieser Arena. Wir gehen aber schon mal jetzt schon mal hin und speichern da vorne natürlich ab. Denk mal, das wäre ganz okay oder ganz nett, wenn man das so macht. Und besser so. So, dann gehen wir mal hier. Oh, oh. Diese Pokémon Arena ist toll. Sie ist nur für Mädchen. Pokémon Arena von Pusamen ist die Leitung Erika. Die Prinzessin mit Herz für die Natur. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Part. Bei Erika natürlich. Und ja, ich kann nichts mehr dazu sagen, Brudis. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Part, meine Freunde. Haut rein, Leute. Ciao.